Hallo, meine Lieben. Heute habe ich eine gechannelte Botschaft aus der geistigen Welt für euch. Diese wurde mir heute mitgeteilt und ich sollte diese bitte an euch weiterleiten. Das mache ich hiermit. Ich habe den Text auch auf meiner Seite bereitgestellt zum Nachlesen und für alle, die sich's lieber anhören möchten, spreche ich ihn jetzt noch auf. Channeling vom 19.06.2016. Zeit ist im Wandel. Alte Energien vermischen sich mit neuen Energien, die ihr nun erhaltet. Es ist ein Zusammentreffen, ähnlich wie in eurer momentanen Wetterlage. Die alten Strukturen werden von den neuen überdeckt. Die alten Strukturen wollen sich aber noch nicht völlig auflösen. Sie sind immer noch präsent, obwohl sich die neuen Energien bemerkbar machen. Haftet die alte Energie noch an euch. Der Umbruch ist ähnlich wie ein Gewitter. Die alten Strukturen werden aufgebrochen, um den neuen Platz zu machen. Das geht einher mit heftigen Prozessen, die sich entladen können in Streit und Aggressivitäten. Viele bemerken eine Veränderung innerhalb ihrer Mitmenschen und ihrem Umfeld. Bewusst ist es noch von einigen nicht erfasst, aber unterbewusst läuft ein Prozess der Veränderung. Diese Veränderung ist oft schmerzhaft, da Altes, Bekanntes wegfällt, an das man geglaubt hat, einen sehr langen Zeitraum. Die Energien fließen wechselhaft, das heißt, man weiß noch nicht wirklich, in welche Richtung man sich entwickelt. Der Entwicklungsprozess ist im Gange. Innere Abläufe verändern sich. Das spüren die Menschen. Sie entwickeln und bewegen sich in eine neue Richtung. Das Durcheinander im Wetter spiegelt sich auch in einem Teil in euch wider. In einigen herrscht Sturm, in anderen tobendes Gewitter. Wieder in anderen ergießt sich der Regen, der sprichwörtlich für viele Tränen steht. Altes wird hinausgespült und Neues überflutet euer inneres System. Die Umbrüche sind nicht in einem Fluss, sondern kommen in Wellen. Es herrscht momentan keine Stabilität, nicht innerhalb und auch nicht außerhalb. Die Stimmungsschwankungen, die vielleicht viele von euch erleben, entstehen dadurch, dass neue Systeme noch nicht wirklich integriert sind. Alte Muster laufen noch ab und werden langsam von neuen abgelöst. Diese sind aber noch nicht richtig verinnerlicht. Und so kommt es zu unterschiedlichen Gefühlserlebnissen. Die Menschheit ist im Begriff, in eine neue Zeitqualität einzutreten. Ihr könnt diese Umbrüche auch als bereichernd erleben, wenn ihr es einfach akzeptiert, dass es momentan keine wirkliche Stabilität in euch und um euch herum gibt. Die Umstände werden sich wieder beruhigen. So wie es eure Wetterlage wird. Die Kommunikation untereinander ist in vielen Bereichen momentan durch Spannungen erschwert. Dieses geschieht, weil verschiedene innere Prozesse bei Menschen ablaufen. Die einen haben die neue Zeitqualität schon erfasst, während andere noch dabei sind oder sich nicht mit den neuen Umständen auseinandersetzen möchten. Das heißt, Altes prallt auf Neues und dieses führt immer zu Konflikten und Auseinandersetzungen. Ansichten und Meinungen werden nicht geteilt und führen zu verhärteten Fronten. Jeder wird in die neue Zeitqualität integriert. Es kommt nur auf den Einzelnen an, wie er dieses erleben und durchleben möchte. Jemand, der in seiner Zeitqualität bleiben möchte, darf dieses auch.
Die Anhebung der Energien ist für jeden zugänglich. Die Bewusstmachung muss jeder selber wollen. Es wird keinem auferlegt, dieses außerhalb seines eigenen Tempos zu durchleben. Seid euch sicher, dass alle Menschen in eine neue Zeitqualität geführt werden. So, das war's. Ich hoffe, dass euch die Botschaft gefallen hat, dass sie vielleicht einiges klarer bei euch gemacht hat und dass sie euch weiterhilft und ja, euch in eurem Bestreben, was ihr erreichen möchtet, ein Stückchen weiter nach vorne bringt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Herzlichst, eure Cynthia.